Radio Hochstift. Seit Sommer ist Beate Gillis Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz. Das war bislang immer ein Mann. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Frankreich und Australien liegen derzeit auf Eis. Auslöser ist... Also ein Serienkiller war da am Werk. Und ja, das wurde dann auf verschiedenen Ebenen erzählt. Die Ermittlungen. Ein baldiges Ende aller Corona-Auflagen ausgesprochen. Morgen umso frischer. Permanentes Einkaufprogramm. Finanzielle Defizitgrenzen sollten durch Vollbeschäftigung. The brain still fears what we don't know. God loves all the sermon, somehow forgotten, but we paraphrase a book. Dürfte der Berliner Rundfunk sein. I don't know. Das ist juist waarom het geld dan vaak wegtrekt. Het gaat natuurlijk toch snel toe naar dingen die interessant zijn, die bepaalde internationale waarde hebben. En structureel journalistiek onderzoek heb je natuurlijk een verhaal nodig dat emotioneel geladen is, dat de lezer zich aantrekt. In Nederland hebben we natuurlijk jarenlang teruggezien dat. Keep up.